Ja, hallo erstmal. Hallo, ich bin Michelle Hörst, ich komme aus Hannover und ich möchte euch gern was erzählen über eine neue Form der Astronomie. Also nicht die alte konventionelle, sondern die neue Gravitationswellenastronomie. Ich bin nämlich Gravitationsphysikerin oder eigentlich bin ich auch Quantenoptikerin, aber das ist eine andere Geschichte. Nächstes Mal. Wir haben Gravitationswellen gemessen, habt ihr das mitgekriegt? Ja, cool. Wer hat es mitgekriegt? Hand hoch. So, super, super. Ich muss den Vortrag gar nicht halten, ich gehe dann wieder. Ne? Das ist heiße Scheiße, weil wir können jetzt ins Weltall horchen. Und das möchte ich euch heute erklären, wie das geht. Aber fangen wir erstmal an mit was super altbekanntem. Das ist konventionelle Astronomie, nämlich im elektromagnetischen Spektrum. Wir gucken schon seit immer ins All mit unseren Augen und unseren Teleskopen und sehen dann ein wunderschönes Bild. Zum Beispiel im Sichtbaren oder in Radiowellen. Und dafür gibt es die sogenannten Teleskope, die detektieren elektromagnetische Strahlung. Es gibt auch Neutrinodetektoren, auch ein anderes Thema. Mit diesen wunderbaren Instrumenten kann man zum Beispiel so tolle Bilder bekommen. Ja, das ist ein Bild vom Hubble Space Teleskop, das war das 25-Jahres-Jubiläumsbild von Westerlund 2, einem brandheiß jungen Cluster, nur 2 Millionen Jahre alt. Und diese Bilder sind so hübsch, also ich mag die total gerne, ich mag Farbe, dass die es in die Populärkultur geschafft haben, und, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, auf meine Hose. Ja? Also, das ist ein echtes Bild vom Hubble Space Teleskop, das ist Orion im Staub. Ich mag das ganz gerne. Und ich glaube, viele Leute mögen das auch. Also, was wir aber sagen müssen, ist, das hier ist, als würde man zum Konzert gehen, zu einem Rockkonzert, ich mag auch Rockmusik, als würde man zu einem Konzert gehen mit Petersilie in den Ohren. Ja? Also, das ist keine so gute Idee. Dann sieht man, wie die Leute alle so moschen, aber man hört nichts. Das heißt, wir müssen die Petersilie aus den Ohren nehmen. Wir möchten dem Universum gerne zuhören. Können wir das? Also, das ist jetzt ein Spoiler-Alert. Ja, wer es gerne bis zum Schluss aufheben möchte. Ja, wir können dem Universum jetzt zuhören. Und zwar mit Gravitationswellendetektoren. Und warum wollen wir das machen? Naja, es gibt viel mehr im Universum, als wir mit unseren Augen, also den Teleskopen, beobachten können. Viel, 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 viel mehr. Ja, was geht denn so im Universum, fragt ihr euch jetzt, ne? Ja, also der hat gesagt, Masse und Energie geht im Universum. Ja, also den kennt er vielleicht eher so, ne? Das ist Albert Einstein. Und Albert Einstein hat gesagt, also Masse und Energie. Und wir haben mal nachgeguckt und festgestellt, im Universum gibt es ganz viel Zeug. Und nur ganz wenig, weniger als 5%, ist Zeug, das wir kennen. Also sowas wie Tische und Köpfe und alles andere, über 95%, ist anderes Zeug. Und wir nennen das mal eben dunkle Energie und dunkle Materie. Und warum nennen wir das so? Weil wir nicht wissen, was es ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja, wir Physiker wissen nicht so ganz genau, was das eigentlich ist. Es gibt viele Modelle, viele Theorien, aber wir können nicht sagen, was es ist. Und wir müssen eigentlich, also das mögen wir nicht, wir Physiker mögen das nicht, wenn wir nicht wissen, was irgendwas ist. Und deswegen müssen wir also rausfinden, was sowas sein könnte. Und wir wissen aber zum Beispiel, dass es mehr Masse gibt im Universum, als wir mit unseren Augen beobachten können, aus zum Beispiel indirekten Beobachtungen. Nämlich zum Beispiel, wenn wir in das Zentrum unserer Milchstraße gucken, unsere Heimatgalaxie, wo wir zu Hause sind, da sieht man, in der Mitte muss ein fettes schwarzes Loch sitzen. 4 Millionen Sonnenmassen, heißt Sagittarius A Stern, und da bewegen sich Sterne drumherum. Aber das schwarze Loch kann man nicht sehen, ist halt schwarz, ne? Ja gut, aber es ist wohl da. Und dann gibt es noch ein Problem, nämlich wir gucken natürlich, wenn wir in den Nachthimmel gucken, auch in die Vergangenheit. Wir gucken nämlich in die Vergangenheit unseres Universums. Aber das Babybild unseres Universums ist eigentlich ein Kleinkindbild unseres Universums, nämlich der kosmische Mikrowellenhintergrund, diese 3-Kelvin-Strahlung. Und das ist eigentlich ein Bild, das entstanden ist 380.000 Jahre nach dem, was wir üblicherweise Big Bang nennen, der Urknall. Oder ich sag mal lieber Quantenfluktuationen. Aber das können wir tatsächlich gar nicht sehen, denn zu dem Zeitpunkt, als dieser Urknall entstanden ist, war das Universum eine dicke Suppe und da ging elektromagnetische Strahlung einfach nicht durch. Aber Gravitationswellen konnten immer schon durchs Universum propagieren, ja, also durch das Universum fliegen, und die müssten wir jetzt einfach nur einfangen und dann könnten wir was sagen über diesen Ursprung. Ja. Jetzt habe ich schon gesagt, Gravitationswellen, vielleicht sollten wir mal ein bisschen über Gravitation reden. Und jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt und ich die Bühne verlasse. Ich habe nämlich was mitgebracht. Ein Modell für die Raumzeit. Moment. Oh oh.
Ja, sie ist noch da, es ist sehr gut. Also ich habe da mal was mitgebracht, ne? Ich habe da mal was vorbereitet. Das da ist mein Modell für die Raumzeit. Das ist ein Wackelpudding. Ist grün, ist klar, ne? Die Raumzeit ist nicht grün, aber dieser Wackelpudding hier ist grün. Herrlich, Waldmeister. Gut. Und das hier ist also ein Modell für unsere Raumzeit. Die Raumzeit ist etwas, was in der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt wurde. Das ist einfach ein Modell für unser, für das, was um uns herum ist, worin wir eingebettet sind. Und das können wir uns nicht so gut vorstellen. Das ist nämlich vierdimensional. Aber Wackelpudding, das kann sich jeder vorstellen, ne? Das funktioniert ganz gut, ne? Cool. Was passiert denn jetzt? Alle sagen ja, allgemeine Relativität ist so schwer. Ja, also in ganz kurzen Sätzen allgemeine Relativitätstheorie eigentlich ganz einfach. Massen, oh, Wackelpudding dran. Massen krümmen die Raumzeit. Ja, so, könnt ihr das sehen? Cool. Und die Krümmung der Raumzeit bestimmt, wie sich Massen bewegen in der Raumzeit. Das ist eigentlich schon so einfaches Fußball, ne? Also so funktioniert allgemeine Relativitätstheorie. Okay, cool. Je größer die Masse, desto tiefer die Delle. Und was passiert, wenn sich Massen bewegen? Dann fängt die Raumzeit an zu wackeln. Könnt ihr das alle sehen? Also ich heb's auch gerne mal hoch. Also hier so, ne? Ja. Und das sind eigentlich schon Gravitationswellen. Nämlich, wenn sich Massen bewegen, eigentlich wenn sich Massenverteilungen in einer nicht kugelsymmetrischen Art und Weise verändern. Aber sagen wir mal, wenn sich Massen bewegen, ja? Dann gibt es Gravitationswellen. Und wie sehen die aus? Ja, die sehen, ist das mein Präsenter? Das ist gar nicht mein Präsenter. Nehmen wir mal den hier. Ach, der ist es, sehr schön. Dann wird die Raumzeit gestaucht und gestreckt, und zwar periodisch. Das heißt, wenn Gravitationswellen durch den Raum fliegen, dann wird die Raumzeit abwechselnd gestaucht und gestreckt, immer abwechselnd. Und auch ich werde gestaucht und gestreckt. Leider werde ich abwechselnd gestaucht und gestreckt und nicht einfach nur gestreckt, aber okay, so ist das halt. Wir würden gerne Gravitationswellen messen, weil die uns etwas sagen über die Veränderung von Massenverteilungen. Damit könnten wir vielleicht was über dunkle Materie lernen. Ne? Leuchtet ein, oder? Bin ich jetzt, wenn ich also auch gestaucht und gestreckt werde, ein guter Gravitationswellendetektor? Ja, meine Ohren sind in Original nicht ganz so groß. Space, the final frontier. Und das wären auch nicht die Geräusche, die wir erwarten zu hören, ja? Sondern wir würden das wahrscheinlich eher mit einem Gerät machen, das nennt man Gravitationswellendetektor. Und der sieht zum Beispiel so aus. Also sieht vielleicht nicht ganz so spektakulär aus wie Star Trek, aber ist wirklich ziemlich cool, weil da drin ein 600 Meter langes Michelson-Interferometer steckt. Und das, was wir hören, hört sich ungefähr so an. Gut hinhören. Das, was sich jetzt wie so ein Staubsauger angehört hat, ist das Eigenrauschen des Detektors. Der macht leider ein bisschen Krach. Da drin war aber auch ein Signal. Wer hat das Signal gehört? Habt ihr gehört, ne? Ist das Modell von zwei verschmelzenden Neutronensternen. Ja, das ist ein verschmelzendes Doppelsternsystem aus Neutronensternen. Und dieses Doppelsternsystem aus Neutronensternen ist so ähnlich wie das, was wir neulich gemessen haben. Aber wie haben wir das eigentlich gemacht? Ich habe ja so ein bisschen einen Lehranspruch hier. So ein Michelson-Interferometer ist eigentlich total einfach zu verstehen. Was nimmt man? Man nimmt eine Lichtquelle, am besten einen guten Laser. Ich sage ja, ich bin Quantenoptikerin, ne? Also ich baue gute Laser. Und dieser gute Laser emittiert Licht im Gleichschritt. Und das Licht kommt raus und trifft dann auf diesen Strahlteiler hier. Und dieser Strahlteiler teilt das Licht auf in zwei Teilwellen. Und wenn die Arme gleich lang sind, dann laufen die dahin, werden reflektiert von den Spiegeln, laufen wieder zurück, kommen unten an diesem Detektor, das ist ein elektronisches Auge, an. Und wenn die Arme gleich lang sind, dann kriegt man etwas, das nennt man konstruktive Interferenz. Es wird hell am Ausgang. Was passiert jetzt, wenn einer der Arme etwas länger gemacht wird? Sagen wir mal, kleine Stückchen. Dann laufen die Strahlen wieder gemeinsam hin, teilen sich auf und der eine Strahl läuft noch einen Tuck weiter. Und dann kommen sie außer Phase zurück. Das ist so, wie wenn einer beim Gleichschritt gehen gerade mal so gemacht hat, ja? Und dann kommen die außer Phase zurück und dann passiert etwas, nennt man destruktive Interferenz. Das ist eigentlich so, das ist wirklich so einfach. Ja, dann kommt Wellenberg auf Tal und Tal auf Berg und dann löscht es sich aus und dann wird es allen Ernstes dunkel unten am Detektor. Also Licht plus Licht kann dunkel geben, das ist schon mal ziemlich cool, finde ich. Und das Witzige ist, wenn wir jetzt wissen, es ist vorher hell gewesen, jetzt wird es dunkel, dann wissen wir, da ist eine Gravitationswelle vorbeigelaufen. Oder
der Trecker ist vorbeigefahren oder der ICE oder die Wellen an der Nordsee sind an die Küste gebrandet. Deswegen müssen wir so unheimlich vorsichtig sein und darum ist es auch so schwer, Gravitationswellen zu messen. Aber sagen wir mal, wir können das. Wir haben das nämlich hingekriegt. Und als wir das hingekriegt haben, haben wir gemessen, das Verschmelzen von zwei schwarzen Löchern. Bei mir steht 9 Minuten. Danke. Das hier ist das echte Signal. Boom, ja? Es hört sich aber eigentlich so an. Whoop. Whoop. Und dieses hellere Whoop, Whoop ist einfach nur für eure Ohren ein bisschen hochtransformiert, damit man es besser hören kann, ja? Originalsignal und ein bisschen hochtransformiert. Das hört sich doch fast so ähnlich an wie diese Neutronensterne, oder? Und das ist eine Sorte Gravitationswellensignal, die wir schon gemessen haben. Aber eine andere wäre ein explodierender Stern. Hört sich das jetzt so an wie das hier? Das ist, wie sich der Künstler das vorstellt. Ja, das ist eine Supernova-Explosion, natürlich nicht in echt. Und da denkt der Künstler so an Sphärenmusik und Synthesizer und ein großes dramatisches Brimborium. Und im Endeffekt klingt das wohl so? Was meint ihr? Okay, das war's. Bob. Bob. Also, jetzt mal tatsächlich, dieses Bob ist tatsächlich ein echtes simuliertes, auch schon ein Widerspruch in sich, ne? ein echtes simuliertes Signal einer Supernova, also einer Sternenexplosion. Aber aus der würden die Theoretiker unglaublich viel rausbekommen. Und genauso aus all diesen, ach Mensch, aus all diesen anderen Quellen. Bob, klang richtig, ja. Aus all diesen anderen Quellen würden wir auch eine ganze Menge über unser Universum lernen. Zum Beispiel über die, ach, wisst ihr was, ich erzähle das einfach so. Zum Beispiel aus verschmelzenden Doppelsternsystemen, aus Neutronensternen und Pulsaren oder aus schwarzen Löchern, die kleinere schwarze Löcher fressen und sie dann einfach ausrülpsen. Und all diese Geräusche möchten wir gerne hören, indem wir dem Universum mit Gravitationswellendetektoren zuhören. Vielen Dank.